Willkommen bei Durchstarter, dem Karrieremagazin der Salzburg AG. Jeder von uns hat wahrscheinlich eine Vorstellung davon, wie der perfekte Raum, die perfekte Umgebung aussehen muss, in der man richtig gut arbeiten kann und produktiv sein. Das spielt eine wichtige Rolle und immer mehr Unternehmen beschäftigen sich auch mit dem Thema einer anregenden Arbeitsumgebung. Andere sollten es tun, denn unsere Arbeitswelten verändern sich immer schneller. Das Konzept des agilen Arbeitens stellt die klassische Arbeitsweise eines Unternehmens vollkommen auf den Kopf. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Agile Unternehmen verteilen die Verantwortung weg vom Management hin zu den Arbeitsteams. Agiles Arbeiten befähigt die Mitarbeiter, auf Änderungen von Markt und Kunden flexibel zu reagieren. Warum ist das notwendig? Wir leben in einer VUCA-Welt. Volatil, unklar, komplex und mehrdeutig. Und deswegen kann man einfach nicht mehr so auf 10-Jahrespläne machen, sondern man muss eben relativ schnell sich anpassen an die Gegebenheiten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten sich darauf einstellen, dass sie in Zukunft viel häufiger mit unterschiedlichen Menschen zu tun haben werden, ganz konkret. Dass sie projektbezogener arbeiten, dass es immer weniger einen klassischen Alltagsablauf geben wird. Also unser Team von der MyFlexbox ist schon immer agil gewesen natürlich. Ich habe es auch nie anders gelernt. Und für uns macht es super viel Spaß, damit man ein Projekt in unserer Verantwortung wirklich cool rausbringen kann. Dass das Arbeitsumfeld ein nicht zu unterschätzender Faktor für die Produktivität und Kreativität von Mitarbeitern ist, veranlasst viele Unternehmen, über inspirierende Arbeitsplätze nachzudenken. Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eben in Zukunft von Räumen der Arbeit zu reden und nicht mehr von Arbeitsräumen. Also, dass es für die unterschiedliche Art der Arbeit auch unterschiedliche Räume gibt, unterschiedliche Settings, die ein unterschiedliches Gefühl auch auslösen. Ja, die Salzburg AG arbeitet da ja schon länger dran und redet da nicht nur drüber, sondern setzt auch Taten. Und ja, sie haben unterschiedliche Räume. Sie haben ihre Innovationsecke und dort sieht man kleine Inseln mit Möbel, die auch ein bisschen abschließen, die Zonen bilden, wo man sich hinsetzen kann in Gruppen und wirklich auch seine Ruhe hat. Heute und in Zukunft wird kein Unternehmen drumherum kommen, sich nicht auch solche Räume und Zonen anzuschaffen. Mir persönlich taugt das natürlich voll, wenn alles offen ist, wenn Transparenz als Grundwert so wahrgenommen wird. Also nicht nur mit offener Raumaufteilung und so, sondern halt auch wirklich, dass man transparent und offen und ehrlich miteinander reden kann. Arbeiten war noch nie so flexibel wie heute. Wir bekommen mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Freiheiten, aber auch mehr Eigenverantwortung. Ich glaube ganz stark an unterschiedliche Arbeitsphasen auch in einem Unternehmen oder auch für den Einzelnen. Eine Phase, in der man vielleicht wirklich auch verstärkt arbeitet und es auch mal okay ist, abends seine E-Mails zu checken oder irgendwie weiterzuarbeiten. Aber es dann umso wichtiger ist, auch mal zu sagen, gut, ich habe jetzt viel gearbeitet, ich bleibe jetzt am Montag mal zu Hause und das ist vollkommen in Ordnung. Flexibel heißt eben nicht ständig. Das sollten wir uns von Zeit zu Zeit bewusst machen. Das Wohlbefinden der Mitarbeiter stärken, Räume schaffen, in denen Kreativität gefördert wird und flexible Arbeitszeiten. Das sind wohl die größten Herausforderungen, denen sich Unternehmen in der heutigen Zeit stellen müssen, um erfolgreich zu sein. Einer, der sich an seinem Arbeitsplatz richtig gut eingefunden hat, ist Michael Jedlitschka. Der 18-Jährige ist ein Computerfreak im positiven Sinne und ist jetzt schon als Lehrling bei der Salzburg AG ein richtiger IT-Spezialist. Wenn der erstmal seine Ausbildung zum IT-Betriebstechniker abgeschlossen hat, stehen ihm alle Türen offen. Hallo, ich bin der Jedlitschka Michael, ich bin 18 Jahre alt, im vierten Lehrjahr und arbeite in der Salzburg AG als Betriebstechniker. Also in meiner Lehre lerne ich, wie man Sachen skriptet oder wie man Drucker einrichtet, generell auf Netzwerk- und Serverbasis. Ich lerne, wie man Rechner installiert, wie man die ganzen Komponenten nennt und zusammenbaut.
Man muss auf jeden Fall gern am PC schrauben und was man auch noch gern machen muss, ist Skripten, weil das kommt immer häufiger bei uns im Beruf vor. Am Vormittag tun wir meistens die Hardware für die ganzen Benutzer vorbereiten, sei es Recheninstallationen, die Vorbereitung von Peripheriegeräten wie Monitore, Drucker, Maus, Tastatur. Und am Nachmittag werden wir dann hauptsächlich das Zeug zu den Leuten ausliefern und nochmal durchtesten, ob alles funktioniert. Also das Arbeitsklima ist eher locker, man filmt sich schnell bei uns ein und die Kollegen sind auch alle recht freundlich. Mein Ausbildner, der hilft mir immer gern weiter, wenn ich irgendwelche Probleme hat. Der zeigt mir alles sofort und der kann mir immer weiterhelfen, wenn ich irgendwelche Fragen habe, kann ich ihm jederzeit fragen. Also bei uns in der Kantine kann man echt günstig und gut essen auch. Also das ist ein Preis auf jeden Fall wert. Man hat hin und wieder Lehrlingsaktionstage, wo man Ausflüge macht, sei es, dass man klettern geht oder informative Sachen. Man hat ziemlich viele Ausbildungsmöglichkeiten und es wird mir schon taugen, wenn ich dann da weiter arbeiten gehen kann. Selbstständigkeit und Einsatzbereitschaft sind wichtige Fähigkeiten, die Salzburg AG bei jungen Menschen besonders fördert. Und deswegen wird seit über 80 Jahren viel Wert gelegt auf ein umfassendes Ausbildungskonzept. Wie viele Möglichkeiten es da gibt, zeigt unter anderem der Tag der Lehre. Aktionstage, Rhetorikkurse und eine eigene Weihnachtsfeier. Die Lehrlinge liegen der Salzburg AG besonders am Herzen und werden mit diversen Kursen und Möglichkeiten gefördert und unterstützt. Nicht nur das Fachliche ist uns wichtig, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung. Da haben wir über das Jahr verteilt, haben wir Aktionstage, wo wir uns mit beispielsweise gesellschaftskritischen Themen auseinandersetzen, Lehrlingsausflug und eben auch den Tag der Lehre. Am Tag der Lehre öffnen wir unsere Türen. Wir zeigen her, was wir können. Die Besucher, die schnuppern in die einzelnen Berufe rein. Uns ist es sehr wichtig, dass wir Fachkräfte gewinnen. Und darum ist der Tag der Lehre für uns ein sehr wichtiger Tag. Beim Tag der Lehre erhalten jedes Jahr Interessierte 2 Tage lang einen Einblick in sämtliche Ausbildungsberufe der Salzburg AG, können mit Ausbildnern und Gleichaltrigen sprechen, sie mit Fragen löchern und werden durch die Lehrwerkstatt und Ausbildungsräume geführt. Ich werde ein Schweißapparat zeigen und wie er funktioniert und ich werde auch ein Schweiß. Ich werde heute herzeigen, wie die Oberleitung beim U-Bus funktioniert, wie die Weichen schalten, wie die Signalsteuerung funktioniert. Oder man die Signale bei der Lokalbahn, weil das gehört auch dazu zum Bereich, wie das alles funktioniert, wie da alles gesteuert wird. Ich würde sagen, die Besucher des Mastensteigen. Also das ist bei uns gang und gäbe, dass wir auf die Masten aufgegangen und Störungen beheben. Eine Vielfalt an Entwicklungsmöglichkeiten und eine Ausbildung am neuesten Stand der Technik machen eine Lehre bei einem der größten Arbeitgeber des Landes so attraktiv. Man hat eine sehr vielseitige Ausbildung. Die Mitarbeiter sind alle sehr freundlich. Man kriegt auch, wenn man in der Berufsschule ist und da hat man eine gute Leistung, kriegt man eine Prämie. Du kannst Lehre mit Matura machen, das mache ich zum Beispiel. Und ja, du hast von der Firma einfach sehr viele Möglichkeiten, die weiterzuentwickeln. Du hast sehr viele Seminare. Du hast sehr viele Möglichkeiten, die nach oben zu arbeiten. Jedes Jahr nutzen rund 400 Besucher die Chance, einen Blick hinter die Lehrlingsausbildung der Salzburg AG zu werfen. Und einige von ihnen werden die Lehrlinge der Zukunft sein. Weitere Infos zur Lehre gibt's auf unserer Website. Und jetzt zu einem ganz bunten Thema. Wenn in der Salzburg AG die Luftballons fliegen, dann ist ein ganz besonderer Tag. Regelmäßig findet hier bei uns der Babybrunch statt und der hat schon fast Tradition. Die Salzburg AG setzt als familienfreundliches Unternehmen auf Maßnahmen, die das Arbeits- und Familienleben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Gleichgewicht bringt. Eine dieser Maßnahmen ist der Babybrunch, der zum 6. Mal stattfand. Ziel ist es, mit karenzierten Kolleginnen und Kollegen als Arbeitgeber weiter in Kontakt zu bleiben.
Ich finde es total nett, dass wir da wieder mal kommen dürfen. Da sieht man, was sich verändert hat. Ich war jetzt doch schon fast ein Jahr nicht mehr in der Firma erinnern. Und besuche aber eigentlich das dritte Mal schon den Babybrunch, weil ich nur zwei ältere Söhne habe. Und ich finde es auch nett, dass man die Möglichkeit hat, dass man mit einem Personalreferenten sprechen kann. Ich bin das erste Mal dabei und habe eben beide Kinder heute mit, die Marlene und der Matthias. Und finde es deswegen auch so spannend, weil die Kinder einmal sehen, was die Mama eigentlich so arbeitet und wo sie eigentlich so arbeitet. Ich finde das voll nett organisiert und voll nett gemacht. Für Mütter und Väter, die in Karenz sind, ist es besonders wichtig, dass die Salzburger AG die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Sind das ja auch meist die beiden größten und wichtigsten Lebensbereiche eines Menschen. Der Babybrunch, glaube ich, ist mittlerweile schon eine sehr gut angenommene Einrichtung, wo viele Mütter, wo viele Väter auch mit ihren Kindern kommen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil auch unserer Kultur, unserer Unternehmenskultur, dass wir eben hier ganz großen Wert legen, auch auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Daher ist dieser Babybrunch für uns ein ganz wichtiges Thema und ich freue mich, dass er auch bei den Müttern und bei den Vätern so gut angenommen wird. Es war schon eine große Vorbereitung, einfach all das Maule einladen, Termine mit den Personalreferenten vereinbaren, dass die Mitarbeiterinnen wieder ins Gespräch kommen und da den Raum gestalten, aber das war eigentlich eine spaßige Aufgabe. Der Babybrunch findet übrigens regelmäßig statt und nach dem Babybrunch ist vor dem Babybrunch und jetzt heißt es mal wieder alles in Ordnung zu bringen. Für Nachwuchs ist also gesorgt hier in der Salzburg AG. Dann wünsche ich Ihnen alles Liebe und bis bald.